Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur 200. Ausgabe der Wohnzimmershow. Heute von Sonntag, dem 26.06. und das ist der kleine Kartentag. Und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe der Wohnzimmershow. Und das ist die kleine Eva Lotte, die ihr jeden Tag auch im Abspann sehen könnt. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Das hier ist April. April mit den meisten Auftritten hier in der Wohnzimmershow. Und April ist die Mama von der kleinen Eva Lotte. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe der Wohnzimmershow. Hier habe ich jetzt noch Archie überreden müssen, auch mit in diese Show zu kommen. Archie ist der Zwillingsbruder von Harry und ist ein bisschen älter, circa 10 Minuten, aber er wiegt ein Kilo mehr und hat ein andersfarbiges Halsband. Sonst könnte man sie nicht unterscheiden. Und jetzt sind alle bester Stimmung. Oh, jetzt habe ich den Platz hier wieder für mich allein. Alle Hunde sind wieder verstreut, überall im Haus. Und da ich heute mich selber hier feiern darf, danke ich natürlich nochmal allen, die uns schon mal 200 Ausgaben lang ausgehalten haben. Und es soll ja tatsächlich Zuschauer geben, die das auch jeden Tag brav gemacht haben. Bewundernswert, unseren Schwachsinn hier immer zu ertragen. Frau Mümmelmann muss sich ja direkt erholen und macht eine Schweizkur. Ne? Das wollen wir ihr auch gönnen. Aber ich habe musikalisch jetzt erstmal einen kleinen Beitrag rausgesucht, der auch schon ein paar Mal in den vergangenen Ausgaben lief, aber der mir immer wieder gut gefällt. Das Duett mit Frau Mümmelmann vom Ying Tong Ying Tong Ying Tong. Ying Tong Ying Tong Ying Tong Ying Tong Ying Tong Fiddle-i-poo. Ying Tong Ying Tong Ying Tong Ying Tong Ying Tong Fiddle-i-poo. Ying Tong Ying Tong Ying Tong Ying Tong Ying Tong Fiddle-i-poo. Fiddle-i-poo, 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 Fiddle-i-poo. Ja, mit Mary Mümmelmann gibt's ja hier im Hause immer Spaß und Unterhaltung und Glitter. Viele Perücken, viele Masken, darin ist sie ja spezialisiert und die Fans mögen das ja auch. Ne? Vor allen Dingen die ganz Hartgesottenen, die machen ja schon immer Vorschläge, als was sie als nächstes kommen soll. Und wenn sie das eben einrichten kann, macht sie das ja auch. Ne? Bei mir ist das schon etwas schwieriger. Ich kann mir höchstens meine graue Perücke aufsetzen und meine Hasenzähne rausholen, dann funktioniert's. Aber bei Männern ist das ja auch nicht so tragisch. Und wenn Männer hier zu Gast sind, dann ist mir das auch immer ganz lieb, wenn sie singen, denn dann singe ich ja auch ganz gerne mal mit ihnen. Das habe ich in der vergangenen Woche auch gemacht, als Peter Mauch hier war, haben wir gedacht, wir machen jetzt unsere Country- und Western-Abteilung. Hier ein kleiner Ausschnitt. Er fährt 30 Tonnen Diesel und ist die meiste Zeit auf Tour. Und er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag rund um die Uhr. Und er fährt seit Jahr und Tag schon immer Hamburg, Lissabon. Jeden Parkplatz, jeden Rasthof, jeden Tankwart kennt er schon. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Und sein Zuhause ist die Autobahn. Ja, die Vögelchen, die immer im Hintergrund zwitschern, die gehören genauso zur Wohnzimmershow wie viele andere Bestandteile, wie die Musik oder beispielsweise auch unsere Veranstalter natürlich. Eine Reise in die Hauptstadt Berlin empfehle, weil dort um 18 Uhr die Frauenfußball-Weltmeisterschaft beginnt. Und ich denke, bis 18 Uhr gehen auch noch die letzten Partys vom gestrigen CSD. Das gehört zur Wohnzimmershow, genau wie eben manchmal auch eine Zigarette und auf jeden Fall der obligatorische Kaffee, mein Espresso. Und ich denke, wir halten die Wohnzimmershow auch in den nächsten 200 Ausgaben so bunt wie diesen Hut. Wobei Hüte in dieser Show natürlich auch immer eine große Rolle spielen, vor allen Dingen bei Frau Mümmelmann, die ja eine Auswahl hat von mindestens 100 Hüten hier. Also ich bin da beschränkt auf so ein paar Kappen, aber ich trage jetzt diesen Hut natürlich, weil ich wie immer darauf aufmerksam machen möchte, dass hier Sponsoren für diese Wohnzimmershow gern gesehen sind. Dafür liefern wir euch natürlich immer wieder gerne von montags bis samstags Klatsch und Tratsch, nicht nur aus der Welt der Stars, sondern
dann vor allen Dingen auch hier aus dem Hellweger Anzeiger, von unserem fulminanten Dorfleben und aus dem Umland. Nicht zu vergessen natürlich den täglichen Wetterbericht. Das Wetter ist ja meistens so kariert wie diese Kappe. Heute in Frönnberg übrigens haben morgen um 10.30 Uhr. Es wird langsam warm. Aber es hat ja geregnet und irgendwie es ist noch grau und verhangen. Wir trauen auf Meteo 24 in der Hoffnung, dass ab morgen Sommer kommt. Mein musikalischer Tipp für heute. Sonntags immer ab 16 Uhr gibt es die Wiederholungen meiner Sendungen für Radio VHR, nämlich den Schlagerexpress und im Anschluss an den Schlagerexpress die Hitparade Top 25. Und auch da bedanke ich mich fürs treue Zuhören seit Jahren und die vielen, denen es eine Freude macht. Und was bleibt mir noch zu sagen? Meine Quizfrage des heutigen Tages wäre zum Beispiel, wie viele Hüte habe ich denn heute nun getragen von Anfang bis Ende? Ja. Und wer die richtige Antwort weiß, bitte nicht in irgendeinem der Clubs veröffentlichen, sondern mir entweder über Facebook eine Nachricht schreiben oder sich sonst irgendwie melden bei uns. Wir blenden gleich nochmal eine Telefonnummer ein. Das wäre vielleicht das Beste. Sprecht auf die Mobilbox und dann geht das auch mit rechten Dingen hier bei uns zu. In diesem Sinne sage ich dasselbe, was ich jeden Tag sage. Ich bin bei euch, wünsche euch wirklich von Herzen alles Liebe, alles Gute, bedanke mich nochmal für die Treue. Ich herze, umarme und küsse euch und habe natürlich noch ein musikalisches Schmankerl zum Schluss. Nämlich unseren letzten Studiogast Peter Mauch mit einem Auszug aus Anatevka. Peter Mauch als Milchmann Tevio. Und in diesem Sinne ein herzliches Shalom und Om. Schick uns die Medizin. Die Krankheit haben wir schon. Ich will mich ja nicht beklagen, aber mit deiner gütigen Hilfe, o Herr, sind wir fast am Verhungern. Du hast viele, viele arme Leute geschaffen. Ich sehe natürlich ein, dass es keine Schande ist, arm zu sein. Aber eine besondere Ehre ist es auch nicht. Was wäre denn nun daran so furchtbar, wenn ich auch ein kleines Vermögen hätte? Wenn ich einmal reich wäre, heile wieder, 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 alle Tage wäre wie die Bam. Wäre ich ein reicher Mann, brauchte nicht zur Arbeit, hei, widi, 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 bum. Wäre ich ein reicher Widelbam, heidel, deidel, 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 dam.